Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ein relativ kurzes Video. Es geht nämlich nur um eine ganz wichtige Sache. Heute Abend wird Patch 1.1.2 kommen. Heute Abend 19 Uhr deutsche Zeit. Und der wird eine ganz bestimmte Sache beheben. Der fixt ein paar Sachen, aber eine Sache, um die es hier geht und die relativ wichtig ist. Der ein oder andere wird es bestimmt in den letzten Videos von mir schon mal gesehen haben. Diese Nightmare Dungeons hier kann man, wenn man zu zweit ist, resetten. Dafür ist man zusammen in den Dungeon gegangen, hat am Anfang des Dungeons einmal den Anführer hin und her getauscht. Das ging immer ganz easy, das dauert ein paar Sekunden. Dann ist man ganz normal den Dungeon durchgelaufen. Der Anführer ist aus der Gruppe rausgelieft und stand dann direkt wieder vor dem Dungeon. Und der Dungeon war so, als wäre er nie gemacht worden. Aber man hat trotzdem die kompletten Dungeon machen können und musste so nicht andauernd diese Siegel hier benutzen, um irgendwelche Dungeons machen zu müssen. Das hat extrem viel Zeit gespart, hat sehr viel Siegelpulver gespart. Man konnte, wenn man einen schönen Dungeon hatte, wie zum Beispiel Sarahs Unterschlupf, den ich zum Beispiel ganz, ganz cool finde. Ich weiß, ein paar von euch finden auch bestimmt ganz cool. Konnte man immer wieder machen und musste, ja, hat sich sehr viel Zeit, Kopfschmerzen und so gespart. Vor allen Dingen auch mit den A-Fixen, die es ja hier gibt. Was habe ich hier gerade? Ihr seht das oben links mit dem Schattenschaden, Todesimpuls und und. Bis vor kurzem gab es ja auch noch Ressourcenverbrennen. Das waren viele Sachen, wieso man vielleicht einen Dungeon auch nicht gemacht hat, obwohl man den Dungeon an sich ganz cool fand. Das wird gepatcht. Hier steht's: behobene Fehler. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Albtraum Dungeons wiederholt werden konnten, indem ein anderes Gruppenmitglied zum Anführer befördert wurde. Das wird also gone sein. Das heißt, ab heute Abend 19 Uhr werden wir das nicht mehr machen können. Ein Tipp von mir, was ich ausprobieren werde, ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert, das Game zu spielen, ohne den Patch zu installieren. Es könnte sein, dass das möglich ist und dass hierbei nicht um einen relevanten Patch sich handelt. Also, falls ihr das auch versuchen wollt, auf jeden Fall automatische Updates ausstellen. Das könnt ihr bei der PlayStation ganz einfach machen. Und dann schauen, ob ihr das Game weiterspielen könnt, auch ohne den Patch. Ich meine, als die Season rauskam, ging das auch. Also, es könnte sein, dass das funktioniert, aber nagelt mich nicht drauf fest. Das war es eigentlich schon zu dem Video. Außerdem, falls ihr euch interessiert, wie ich diesen Magier-Build hier gebaut habe, das Video dazu kommt morgen. Da zeige ich euch den Feuerball-Build. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ist ein ganz geiler Bild, muss ich sagen. Shoutout an Skoppel, einer aus der Community und ich haben den gebaut. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich selber ein Like auf dem Video freuen. Und extremst würde mich eure Meinung interessieren zu diesem Fix. Ich weiß, das ist Bug Abuse. Aber viele von uns haben das benutzt, weil es viele, viele Kopfschmerzen verhindert hat und ja, das Gameplay einfach ein bisschen schöner gestaltet hat. Ich glaube, ohne diesen Bug Abuse werden viele, die jetzt in der Season schon durch sind, viel, viel weniger spielen, mich inklusive. Der Bug oder diese Möglichkeiten, Dungeon immer und immer wieder zu laufen, hat mich ein bisschen an der Stange gehalten, weil es natürlich Spaß macht, immer den ge gleichen geilen Dungeon zu machen, anstatt random irgendwelche Dungeons machen zu müssen, die man vielleicht gar nicht machen möchte. Da würde mich, wie gesagt, eure Meinung extremst interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.